Gesäß trainieren an der Total Hip. Und zwar der hintere Bereich. Schau wieder, dass du die Plattform entsprechend ihre Grösse einstellst, dass du nicht drauf stehst, dass dein Hüftgelenk gleich in Höhe ist wie hier der Dreipunkt der Maschine. Hier kannst du die Höhe beliebig einstellen. Du setzt jetzt extra mal ganz auf. Standbein, leicht schräg gegen außen, leicht in den Knie. Mit den Knie jetzt hier drauf rauf. Und jetzt hier schön hinten drücken. Das kannst du machen, alternativ. Du kannst auch wieder mit dem Bein hinten gehen. Du kannst zum Beispiel auch gegen hinten das Bein strecken. Wenn du das machst, dann hast du noch ein bisschen mehr hinter Oberschenkel drin. Das merkst du schon, er ist auch gespannt. Hingegen, wenn der Buckel gehalten ist, dann geht es nur mehr ins Gesäß. Das finde ich wichtig, das ist bei Übung. Du siehst ja hier mein Standbein. Schau, dass du mit dem Knie wirklich hinten kommst. Und nicht nur zum Beispiel bis hier ziehst, sondern dass du den Gesäßmuskel ganz zusammenziehst und wieder raufgehst. So in dieser Art. Und dann das Gleiche von der anderen Seite noch. Du kannst einfach wechseln. Das Tableau ist ja schon eingestellt. Wieder ein bisschen Fuss leicht schräg raus, ein bisschen zu Knie, damit man ein gutes Gleichgewicht hat. Und dann hier auf der anderen Seite das genau Gleiche. Schreck nicht zu fest. Das ist jetzt sehr ein leichtes Gewicht. Also mit dem Gluteus, mit dem Gesäßmuskel, Mamme, sehr viel Gewicht lüpfen. Also nicht erschrecken, wenn du hier fast die Zunge einstecken musst. Das ist kein Problem, das soll auch so sein. Rumpfheben am Hyperextension mit einer Gewichtsscheibe. Mit Gewicht oder ohne Gewicht ist recht entscheidend. Wenn man die Übung macht ohne Gewicht, ist sie für den Hinteroberschenkel ganz einfach, weil ohne Gewicht wird das Gesäß zu wenig beansprucht. Das würde zwar mithelfen, aber es ist einfach zu wenig Gewicht mit dem Körpergewicht allein schon überfordert. Darum, wenn man die Übung mit einer Gewichtsscheibe macht, erst dann ist sie wirklich für das Gesäß. Sieht nachher so aus. Also die genau gleiche Übung wie für den Hinteroberschenkel, so wäre für den Hinteroberschenkel. Und wenn ich jetzt mit der Gewichtsscheibe das so mache, jetzt merke ich auch, jetzt geht es effektiv ins Gesäß. Verstärken kann ich es noch, indem ich hier zum Beispiel eine Sekunde bleibe, langsam runtergehen, dann wieder raufziehen. So in dieser Art. Es ist eine wunderbare Übung, eine isolierte Übung für den Gluteus Maximus, also für den Gesäßmuskel. Gesäß trainieren im Kabelzug, egal ob die Rückseite oder die Seite. Du kannst beides hier machen. Du brauchst diese Lederschlaufe hier. Die eine habe ich schon montiert hier, die andere mache ich jetzt noch an. Du siehst hier, du kannst so anziehen. So, in dieser Art. Jetzt tust du den Kabelzug. Ganz unten einhängen. Kannst jetzt mit der Schlaufe her, kannst hier einhängen. Jetzt einmal nicht ein schweres Gewicht, das sollte einfach gehen. Jetzt für Gesäß hängen, kannst du entweder zum Beispiel jetzt eben so hinziehen. Das wäre eher die Rückseite des Gesäß. Dort sieht man verschiedene andere Lehnen führen, ziehen hier mehr führen, so Lehnen mehr führen und ziehen stark hinten rauf. Andere haben etwas mehr Distanz, bleiben aufrecht und ziehen mehr so. Also das kann man machen, wie man will.